Hallo, meine Lieben. Ja, heute Morgen hatte ich etwas leichte technische Probleme. Deswegen bin ich wieder ja, back to the old school mit meinem Handy online. Das heißt, ihr seht mich jetzt heute nicht, aber ich hoffe, ihr könnt mich jetzt hören. Also bitte mir einmal einen Daumen hoch, wenn ihr mich hören könnt, dass ich weiß, okay, jetzt kann ich endlich loslegen. Und das ist dann von den technischen Problemen her hoffentlich beseitigt ist. Wenn ihr mich hören könnt, wie gesagt, einmal bitte die Daumen nach oben, um mir zu signalisieren, dass ihr mich hören könnt. Ja, da kommen die ersten Daumen. Das ist mega, mega cool. Dann kann ich endlich loslegen. Herzlich willkommen zu unserem, ja, Nail Art Marathon. Finale. Die, die uns noch nicht kennen, wir sind ein Team von Light Elegance Brand Ambassadors. Wir arbeiten für Inside Cosmetics Group, deswegen sind wir auch heute mit unserem Finale auf der Seite live. Mein Name ist Tatjana Schley und auf unserer Pro Team Deutschland Gruppe, also Light Elegance Pro Team Deutschland, waren wir die sechs letzten Wochen für euch jeden Tag live. Also eine aus unserem Team war jeden Tag live. Hier an dieser Stelle einen ganz lieben Gruß an unsere Luisa. Luisa kann heute nicht für euch mit dabei sein, weil sie arbeiten muss. Bei ihr hat das ganz normale Leben. Also die ist auch noch außerhalb von Nägeln machen dabei. Das heißt, ganz liebe Grüße von hier aus. Und ja, ihr habt es schon im Vorfeld gesehen. Ich zeige es euch nochmal. Um diese Batik-Optik geht es heute. Und es gibt da so verschiedene Varianten. Man kann das so ein bisschen in dieser Ziehtechnik machen. Das hat mir persönlich nicht gefallen. Also werde ich euch jetzt die Variante zeigen, die ich gemacht habe. Und Batik ist immer, immer mehr dieses Jahr ein Thema. Genauso wie, also alles, was so in meiner Jugend war, dieses Batik, Henna. All das kommt diesen Sommer zurück und ich glaube, nach diesem ganzen Corona brauchen wir auch noch mal so ein bisschen vertrautes Gefühl von Jugend und Geborgenheit. Und deswegen möchte ich auch jetzt schon gleich loslegen. Hallo alle zusammen. Wenn ich Fragen nicht gleich sehe oder beantworten kann, werde ich das natürlich im Nachgang machen. Vergesst nicht, ihr bekommt heute 10% Rabatt auf alles, außer auf bereits bestehende Deals. Heißt, mit dem Code Marathon10 bekommt ihr 10% auf eure Bestellung heute. Und jetzt legen wir endlich los, weil jetzt dafür sind wir ja schließlich da. Und ich möchte mit meiner Nailart beginnen. Ich fange zuerst einmal an und hole mir so eine Folie von den Schablonen. Man kann es vielleicht noch so ein bisschen erkennen und knicke das einmal in der Mitte. Das hat auch einen ganz bestimmten Grund. Das hier mache ich nochmal so ein bisschen zur Seite. Das brauchen wir jetzt einmal noch nicht. Und jetzt suche ich mir aus, was möchte ich eigentlich für Farben? Und Batik ist für mich immer so total, ja, bunt. Das ist nicht so schwarz-grau, sondern wirklich bunt. Und was passt da nicht besser zusammen, wie, habt ihr ja eben auch schon ein bisschen was gesehen, wie die Buttercreams, die sind da echt super dafür geeignet. Aber die ganze Technik, was ich jetzt mache, geht mit allen anderen Produkten auch. Ich nehme mir einmal hier meinen Swirly und trage mir jetzt nach und nach hier auf meine Folie die Farben auf. Das kann ich ganz willkürlich machen. Ich kann jetzt zum Beispiel hingehen und kann mit Gelb anfangen. Dann nehme ich mir hier die Pastel Yellow aus der Gel Paint. Das ist noch mal eine hochpigmentiertere Farbe wie jetzt zum Beispiel bei den Buttercreams und mache mir jetzt hier so einen kleinen Klecks hin. Ich kann da jetzt einen Klecks machen oder ich gehe einmal zur Seite und ziehe mir hier zum Beispiel eine Linie. Ja, kann man beide Varianten machen, deswegen zeige ich euch beides, weil beides am Ende doch eine andere Optik bekommt. So, dann mache ich mir einmal meinen Pinsel sauber und dann gehen wir hier in die nächste Farbe rein. In dem Fall habe ich mich mir für Kaktusblumen entschieden. Das ist ein super schöner Grünton
Und auch hier gehen wir jetzt einmal hin. Ich mache das jetzt einmal hier um den Kreis drumherum. Das darf auch ruhig ein bisschen satter sein. Also das muss jetzt nicht akkurat sein, weil ihr werdet später sehen, was wir damit machen. Und dann ist das schon gar nicht mehr so relevant, wie schön ihr das aufträgt. So, dann nehmen wir die nächste Farbe. Da nehme ich Sahara Sunset. Mega schönes Pink. Und auch hier wieder. Also ihr könnt das auch willkürlich. Ihr müsst nicht die gleichen Farbkombi nehmen, wie ich jetzt hier habe. Ja, also ihr müsst da jetzt wirklich nicht hingehen und sagen, boah, was mache ich und wie mache ich das? Spielt absolut keine Rolle. Das könnt ihr frei entscheiden. Ich kann zum Beispiel jetzt auch hier hingehen und mache das auf diese Seite. Das ist komplett euch überlassen. Wichtig ist halt, beim Batik ist es ja normalerweise so, man hat den Stoff getrullert, hat ein Gummiband drum gemacht, hat es in die Farbe eingetaucht. Das geht ja mit dem Naturnagel halt nun mal nicht. Also da müssen wir halt irgendwie eine Lösung finden. Und das ist jetzt so meine Variante dazu. Gehen wir weiter mit Head in the Coals. Das ist ein sehr schönes Hellblau. Ich würde nicht sagen, das ist ein Babyblau. Ich würde eher sagen, das ist so ein helles Graublau. Auch hier gehen wir wieder hin und machen einmal eine Linie und ich nehme hier etwas mehr auf und wir legen hier eine Linie drumherum. So, es hat schon so ein bisschen was von so einem Bogenschießen, aber auch das machen wir nicht. So, ich quietsche hier schon, also Pinsel einmal sauber machen, ich zeige es mal. Und dann nehmen wir noch ein Blau. Farbwahl ist auch willkürlich, da könnt ihr wirklich machen, was euch gefällt. Also da müsst ihr auch jetzt nicht hier meine Farbwahl mitleben, sondern nehmt einfach das, was euch gefällt. Das Primary Blue ist nochmal auch von der Gel-Serie. Und wie ihr das vielleicht, ich zeige es euch mal hier, wie ihr das hier vielleicht auch sehen könnt, ich zeige es mal, das ist ein bisschen zäh. Ja, also das zieht so richtige Fäden. Das heißt, damit kann man auch super dieses Spider-Gel-Optik machen. Finde ich halt mega interessant und mega cool, wie vielseitig das ist. So, auch hier haben wir was. Und weil ich eher so der Fan davon bin, dass, ich weiß nicht, vielleicht ist das auch einfach nur für mich, wenn das bei euch auch so ist. Ich finde so, gerade bei dem Batik, da ist so Pink, Gelb, Grün, muss irgendwie immer so ein bisschen dominieren. Und deswegen gehe ich jetzt nochmal hin und nehme mir hier von dem Gelb, da sieht man es auch wieder schön. Habt ihr das gesehen, welche Fäden das zieht? Also super geeignet für diese Spider-Gel-Optik, diese Paint-Gele. Aber ist jetzt heute gar nicht das Thema. So, und dann setze ich mir hier nochmal so ein kleines bisschen Gelb rein. Da kann man es auch wieder super sehen, wie man das ziehen kann. Und nochmal so ein bisschen Pink. Ich finde, Pink geht immer bei uns Mädchen. So, leider sehe ich. Seid ihr noch alle da? Kann man. Oder bin ich hier ganz alleine? Spricht mit mir. Dann lasst mir ein paar Herzchen da, dass ich sehe, dass auch jemand mir zuhört. Da freue ich mich immer ganz besonders. So. Das sind jetzt hier mal, ja, da kommen Herzchen, das ist schön. Dann sehe ich, dann weiß ich, dass jemand dabei ist. Wir haben jetzt hier die zwei Varianten. Ihr braucht natürlich nicht beides zu machen. Es geht mir einfach nur darum, dass ihr seht, ihr könnt einfach nur hier schnell Striche machen oder ihr macht das in so Kreisen. Man kann auch zum Beispiel hingehen und kann jetzt hier bei den Kreisen, so hat man das ja früher immer gemacht mit dieser Batik-Optik, und zieht euch jetzt das nochmal so rein. Ja, das könnt ihr auch machen. Das würde jetzt auch gehen. Ich bin von dieser Technik einfach nicht so der Fan, weil ich finde, das ist eher eine Ziehtechnik und keine Batik-Optik. Aber, und jetzt kommt das Wichtigste, jetzt geht ihr einfach hin und, ich mache mir gerade hier meine Spatel nochmal sauber. Jetzt geht ihr einfach hin. Und deswegen habe ich das vorher schon geknickt. Ihr drückt das jetzt einfach so rum. Und jetzt müsst ihr das Ganze hier richtig drücken. Ja, also das soll jetzt so richtig fest und dünn
ineinander geschoben werden. Das muss auch wirklich dünn sein, weil ansonsten wird es zu dick und ihr könnt das Ganze nicht mehr gleich nach einem ausgehärteten Zustand auf die Nägel bringen. Da habe ich jetzt ein bisschen gewurzt, das ist nicht schlimm. So, ich zeige das mal gerade. So würde das jetzt aussehen. Wir lassen es aber jetzt einmal so. Und jetzt härten wir dieses aus. Wie gesagt, es muss hauchdünn sein, wirklich so gut wie es geht ineinander streifen. Und das härten wir jetzt einmal für 30 Sekunden aus unter der LED-Dot-Lampe. Wenn ihr keine Light Elegance-Lampe habt, aber Produkte von uns nehmen möchtet, müsst ihr das mit eurer Lampe quasi schauen, wie stark die ist, dann gegebenenfalls eine Minute aushärten. Wenn ihr jetzt sagt, ich würde das gerne machen, aber ich habe gar kein Light Elegance, könnt ihr einfach im Laufe des Tages entweder den Rabattcode nutzen und die 10% sparen oder ihr geht hin und holt euch ein Try-Me-Kit. Oder ihr macht es mit den Gelen, die ihr halt schon habt. Dann müsst ihr halt so lange aushärten, wie euer Gel das halt hergibt. So, da ist das Ganze jetzt nochmal. Jetzt kann ich das quasi abmachen. Und da ist, sieht man ein bisschen, ich habe die Lampe vorher angemacht. Das heißt, ich hätte es jetzt hier doch noch ein bisschen aushärten müssen. Dann gehen wir jetzt nochmal ganz kurz rein. Das ist, wenn man live ist und das Ganze... Ja, so, jetzt gehen wir nochmal ganz kurz rein. Ja, Daniel schreibt gerade so dünn wie möglich. Ich spreche aus Erfahrung. Das ist halt das Gleiche. Ihr werdet gleich sehen, warum ich da so auf dieses ganz Dünne plädiere. So, da ist es jetzt nochmal. Und wenn ich jetzt hingehe, kann ich das hier einfach abziehen und habe jetzt quasi wie ein Sticker. Das sieht im ersten Moment jetzt nicht ganz so schön aus, ich weiß, aber genau das ist jetzt hier so die Optik, wie ein Batik eben aussieht. Das Ineinanderlaufen, das Ineinanderschwimmen und das kriegt man auch selbst mit dieser Nass- und Nass-Technik nicht hin. Man kann das jetzt als Fullcover komplett auflegen, wobei ich halt eher der Meinung bin, es ist schöner, wenn man das jetzt in so kleine Streifen schneidet. Und genau das werde ich jetzt tun. Das Schöne ist halt auch, das ist immer individuell. Ja, also jetzt hier hat man den Kreis, man kann das noch super erkennen. Und hier habe ich, ich muss mal ein bisschen näher kommen, hier habe ich jetzt hier diese Linien. Also egal, was man jetzt macht, ihr schneidet das jetzt einfach in der Breite, in dem Wunsch, wie ihr das haben möchtet. Auch hier wieder so ein bisschen vorsichtig. Ich schneide mir jetzt hier mal so schmale Streifen. Leg mir das mal hier hin und ich nehme auch hier mal noch was weg. So, und ob ich das jetzt so schneide oder ob ich das die andere Richtung schneide, das spielt absolut keine Rolle. Ihr könnt da auch Motive rausschneiden. Also das ist echt egal, ob ihr da jetzt auch zum Beispiel ein Herz oder sowas, kann man auch mal schneiden. Da würde ich mir jetzt allerdings das Ganze erst vormalen. Machen wir gleich mal. Und hier habe ich schon so ein bisschen was vorbereitet. Wie ich am Anfang ja schon gesagt habe, ich mag ganz gerne dieses Grün und Gelb. Irgendwie verbindet mich das halt mit dem Batik. Aber ihr könnt da auch jede andere Farbe nehmen. Ich habe jetzt hier schon mal so ein bisschen was von der ganz neuen Color und aus der ganz neuen Color-Kollektion, die es ab 11. Mai erst gibt. Und zwar ist das Sunkist. Also ein schönes, sanftes Gelb und Sublime Lime, ein schönes, ja, Grasgrün, Neongrün. Und die zwei habe ich schon fertig aufgetragen, ausgehärtet. Und jetzt nehmen wir einfach diese kleinen Streifen und legen die ein. Ihr könnt die direkt so auflegen oder wenn ihr sagt, meine sind doch so ein bisschen zu dick, dann nimmt ein klares Gel. Ich bevorzuge und liebe meinen Chimichale, weil das halt auch super ist, um Steine und so einzusetzen. Und trage mir das jetzt einmal dünn nochmal auf. Da habe ich ein Haar mit drin. Das ist, wenn man nicht an seinem Studioplatz online geht. So,
Da haben wir das Ganze. Also einmal Chimichurri aufgetragen. Nicht aushärten, weil das wollen wir jetzt aktuell nicht. Und dann nehmen wir uns jetzt hier unseren eben kreierten Batik und setzen uns das sanft hier ein. Ja, drücken das natürlich schön fest. Jetzt habe ich hier, Moment, da hängt was. Das ist immer, wenn man live geht. Nur mal kurz ablegen. Hier hat sich was drunter gehangen. Das wollen wir jetzt natürlich nicht. Das schneide ich. Also wenn das so ist, ich habe das jetzt hier, ich schneide das jetzt hier gerade einmal weg und lege es noch mal drauf. So, und jetzt kann ich das natürlich super schön festdrücken, ohne dass das jetzt hier gleich absteht. Hier vorne lasse ich es jetzt ein bisschen über, weil ich hätte gerne einen geraden Abschluss. Hier oben kann ich das gleich mit einer Farbe korrigieren. Das härte ich jetzt einmal aus. Und das gleiche mache ich hier auch nochmal. Hier trage ich mir meinen Chimichurri wieder auf. Das kann auch dünn sein, das muss nicht fertig sein. Also Chimichurri ist für mich wirklich der Allrounder und ich bin auch heilfroh, dass er wieder lieferbar ist. Der war wirklich tatsächlich super schnell ausverkauft. Damit könnt ihr Soak-Off machen, damit könnt ihr Verlängerungen machen. Also alles im Prinzip in einer Flasche. Auch super geeignet für die, die mobil unterwegs sind. Da ist es noch mal besser, damit zu arbeiten. So, nehmen wir hier das nächste. Und auch hier, ich gehe das jetzt mal einmal so schräg hinlegen. Einmal aufdrücken. Und hier kann man es jetzt noch besser erkennen, wie wichtig es ist, dass man das wirklich am Anfang hauchdünn ausstreift, weil umso besser liegt es einfach an. Genau, und wenn es auch dünn ist, bleibt es auch liegen, schreibt Daniel gerade. Das ist tatsächlich so. Und ich habe jetzt gesagt, man macht hier zum Beispiel noch ein Herzchen. Das würde ich halt im Vorfeld quasi schon machen und nicht hier live unbedingt. Es gibt auch solche Stanz für zum Basteln, so Stanzgeräte. Damit könnte man das natürlich auch super machen. Das ist zwar jetzt nicht für die Nagelmodellage gedacht, aber. Ah, nee, mein Herzchen lassen wir einfach mal zur Seite. Ist doch nicht so schön. Dann legen wir hier wieder einen dünnen Streifen ein und machen das eher so. Da wollte ich das wieder live probieren. Sollte man nicht machen. So, hier legen wir jetzt nochmal den Streifen ein. Dass wir zwei haben, den lege ich jetzt mal quer ein. Und das Ganze nochmal aushärten. Ja, das sind quasi so einfach geht's. Im Prinzip war es das eigentlich schon mit dieser Batik-Optik. Wie gesagt, es gibt auch noch die Möglichkeit, dass man das Ganze in dieser Ziehtechnik macht. Ich möchte das einmal hier auf einem Tipp auftragen. Und zwar ist diese Ziehtechnik dafür da, dass man hier einmal eine Linie macht. Ihr könnt das in Kreisen, ihr könnt das in Linien. Das spielt tatsächlich keine Rolle. Ihr könnt den ganzen Nagel machen oder eine Grundfarbe drunter legen. Das spielt auch keine Rolle. Man kann das auch zum Beispiel jetzt in mehrmals eine Farbe die Linie machen und das Ganze wird dann am Ende gezogen. So, dann gehen wir mal weiter. Dann nehme ich hier eben auch von der Bianca vorgestellt Confident Coral. Coral, ah, heute bin ich auch wieder korallisch unterwegs. Ist ein super schöner Korall-Lachston.
Hat einen hohen Weißanteil, aber trotzdem deckend. Und dann macht ihr einfach hier eine Linie. So, weiter geht's mit einem Gelbton. Wie gesagt, ich mag halt hier meinen Paint Gelb, Pastel Yellow. Findet ihr unter den Gel Paints. Das ist für mich einfach eine so schöne sonnengelbe Farbe. Ich mag die einfach unwahrscheinlich gerne. Hat so ein bisschen was von den Turnschuhen, die man früher hat, oder die Joggenanzüge, gell? Diese Farbkombi. Ich glaube, das ist so das, was dieses Jahr einfach wieder so hip wird. Was habt ihr für Erfahrungen? Lasst mich mal wissen. Was habt ihr schon festgestellt? Welche Trends es dieses Jahr gibt, außer Corona? Da wollen wir ja weg. Viele dürfen ja auch Gott sei Dank wieder anfangen zu arbeiten ab morgen. Rheinland-Pfalz gehört da nicht dazu, aber mein Nachbar, der Daniel zum Beispiel, der kommt aus dem Saarland, der darf ab morgen wieder loslegen. Ich glaube, Hessen und Schleswig-Holstein dürfen auch, Sachsen-Anhalt. Wie ist es bei euch? Dürft ihr ab morgen wieder loslegen oder müsst ihr auch noch etwas warten? Für die, die noch warten müssen und natürlich auch für alle anderen und die noch nicht in unserer Pro-Team Deutschland, also Light Elegance Pro-Team Deutschland Gruppe drin sind, dürfen da gerne rein. Wir haben ganz, ganz viele Videos gemacht in den letzten 6 Wochen und haben, ich weiß gar nicht, also es sind wirklich unendlich viele. Mit ganz viel tollen Nailarts, Tipps und Tricks. Und da darf man sich natürlich das Ganze noch anschauen. Alle Videos, die wir auch hier auf unserer also auf unserer Inside Cosmetics Group Seite haben, findet ihr auch auf unserer App. Und nicht vergessen, für die, die uns noch nicht kennen, entweder könnt ihr heute Nachmittag oder heute Abend bieten wir noch mal ein Try-Me-Kit an von Light Elegance. Oder aber auch aktuell könnt ihr 10% sparen. Bayern mit einem traurigen Smiley, darf Bayern jetzt oder eher nicht? Ne? Bayern ist, glaube ich, auch gehört auch zu denen wie Rheinland-Pfalz, die noch nicht dürfen. Aber das ist auch nicht schlimm, das Leben geht weiter. Wir genießen einfach noch so ein bisschen unsere Zeit. Auch wenn ich weiß, es ist finanziell gesehen nicht immer das Beste, aber wir müssen jetzt zusammenhalten und da gemeinsam durch. Wir packen das. Auch wenn ich jetzt nicht wie die Bundeskanzlerin klingen möchte. Also, hier habe ich jetzt quasi meine Stripes gemacht und da gehe ich jetzt hin und zeige diese Ziehtechnik. Ihr müsst das nicht im ganzen Nagel machen, ihr könnt das machen. Und dann geht ihr einfach hin. Ich versuche dann immer zuerst mal eine Mitte zu kreieren, dass ich weiß, okay, was ist überhaupt meine Mitte? Das wäre hier der Fall. Mache mir meinen Pinsel noch mal etwas sauber und gehe jetzt wie Sonnenstrahlen da jetzt einmal immer wieder dann so durch. Und so kann man dann einfach diese Ziehoptik machen. Aber mein persönlicher Favorit ist es nicht. Ich finde auch nicht, dass das aussieht wie Batik, aber es ist auch eine schöne Nailart für was auf die Schnelle auch mal zu kreieren. Also das, wenn man ja nicht den ganzen Tipp macht, sondern nur so ein bisschen, funktioniert das super gut. Ich mache den Pinsel immer sauber zwischendurch, damit die Farben nicht ganz so ineinander laufen. So. Das würde auch gehen. Nee, dann hat man zu viel. Natürlich würde ich jetzt eine Grundfarbe hätte ich drunter gelegt oder das Make-up und dann wäre das Ganze fertig.
Auch ganz interessant ist, wenn man die Ziehtechnik in so Punkten macht, aber dazu einfach in einem anderen Video mal mehr. So, wir kommen zurück hier zu unserem Batik. Und jetzt habe ich hier ja quasi noch so diese Zipfelchen wegstehen. Die gehe ich jetzt natürlich hin und schneide die ab oder feile sie ab. Das kommt ganz drauf an, was und wie wir jetzt die Nägel da haben. Einfach, dass das ist. Und wenn jetzt da noch so ein bisschen was wegsteht, wie hier vorne, geht man einfach nochmal mit einem klaren Gel drüber. In dem Fall wieder mit meinem Chimichail. Und dann haben wir das komplett einmal eingebettet. Und können es, wenn wir wollen, noch mal umranden. So. Ja, auch das noch mal kurz aushärten. Also, Chimichurri ist für mich definitiv ein Must-Have. Ich zeige euch noch in der Zeit, wo das aushärtet, auch noch mal ein Must-Have. Ich nutze einfach die Zeit mal. Ein weiteres Must-Have. Ich gehe mal gerade, ich versuche mal so ein bisschen rauszugehen. Ne, das ist rein. So. Das ist absolutes Must-Have. Und zwar ist das. Na, das war der falsche. So kann man es hören. Das ist ein Glas, eine Glasflasche, eine Glaspumpflasche. Hat die Form wie das Light Elegance Logo. Gibt es mit einem weißen und einem pinken Deckel. Ist für mich auch ein absolutes Must-Have. Und für die, die quasi hochpigmentierte Farbe suchen, wir hatten sie ja eben schon mal vorgestellt, sind die Buttercreams und die Gel Paint Gele. Die sind mega dafür. Und natürlich die Glitzergele, aber die kommen jetzt gleich noch. Da möchte ich euch jetzt einfach nicht so, ja, da möchte ich noch nicht so viel dazu verraten. So, wir härten das jetzt oder wir haben das fertig ausgehärtet, wir cleanern ab. Ich habe jetzt leider gar keine Feile zur Hand. Das heißt, ich würde jetzt hier nochmal so ein bisschen nachfeilen, dass der Rand einfach sauber ist und dann mit einem Schwarz oder Weiß, das ist auch, also entweder nimmt man hier von den Gelpainten oder man nimmt von den Buttercreams. Das ist rein tatsächlich so ein bisschen Geschmackssache. Das eine ist so ein bisschen zäher, das andere ist ein bisschen cremiger. Und macht jetzt hier noch so eine Umrandung hin. Und ja, dann war es das auch eigentlich schon. Einfach dem Ganzen, weil man es meistens auch nicht immer so sauber schneiden kann. Gerade schon bei so einem Live-Video. Da ist das immer noch mal so ein bisschen anders. Aber so geht man einfach hin. Gibt dem Ganzen noch mal eine Umrandung. Man kann das auch mit Matt und Glitzer machen. Und dann sind wir schon fertig. Ja, man kann es dann noch mal versiegeln. Muss man tatsächlich nicht, wenn man mit den Buttercreams arbeitet. Die Buttercream-Gele sind quasi, wenn man die doppelte Zeit aushärtet, also quasi 2 Minuten, sind sie non-sticky und damit dann auch quasi fertig. Ja, wenn ihr Fragen habt oder irgendwie sonst noch was ist, dürft ihr das gerne im Nachgang schreiben. Das sind hier nochmal auch zur Erinnerung, wie das Ganze aussehen kann, was man machen kann. Ganz, ganz viele Optionen. Denkt an den Code Marathon 10, ermöglicht euch 10%. Ich freue mich drauf und wir sehen uns heute Abend zum Finalende nochmal und ich hoffe, bis dorthin kriege ich Sinn, dass ihr mich auch sehen und hören könnt. Bis dahin eine gute Zeit, habt noch einen schönen Sonntag und Bühne frei für meine Kollegin, die in einer halben Stunde für euch da ist. Ab 14 Uhr geht es weiter mit Jelena, die macht eine Ballonfahrt mit euch. Da ist auf jeden Fall Spannung pur garantiert. Und da könnt ihr ganz, ganz viel lernen. Bis dann. Tschüss.